Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die DaVinci Code Box von LG. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. DVC bzw. DaVinci Code von LG. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Das Ganze heute erschienen am 7. September. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns dann die Box im Detail an. Die Folie etwas stärker. Gut, also so sieht das Ganze aus. Hier oben lesen wir einmal Milf Hunter Records präsentiert. Das hier das Label von LG. Und dann haben wir hier das Cover LG umringt von diversen Schussfeuerwaffen, also lauter Pistolen hier auf seinen Kopf gerichtet. Und darunter lesen wir dann LG DVC, das ist eben die Abkürzung für DaVinci Code. Und dafür ist LG ja berühmt und berüchtigt für seinen DaVinci Code. Hier unten blank schwarz-grau. Auf der rechten Seite lesen wir dann Milf Hunter. Auf der oberen Seite blank schwarz-grau. Und auf der linken Seite lesen wir dann Albuminterpret plus Titel. Und auf der Rückseite haben wir dann ebenfalls diese schwarz-graue Optik und Milf Hunter, die Credits und einen Barcode. Gut, das Ganze eine reguläre Klappbox geht hier dann auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei. Dann haben wir ein Schlüsselband. Das Album an sich. Die Bonus-EP, die Milf Hunter EP. Dann haben wir mit dabei eine Milf Hunter Member Card, eine Autogrammkarte, eine Packung Haribo. Also wer LG kennt, dem ist das ein Begriff. Sollte man, gerade wenn es um diesen Herrn geht, nicht essen. Und dann haben wir hier noch ein Poster mit dabei. Von innen die Box glatt weiß. Hier auf dieser Seite ist auch nochmal Milf Hunter zum Vorschein gekommen. Machen wir die Box mal zu. Und nachdem hier diverse Inhalte noch in Folie sind, werden wir diese mal aus der Folie befreien. Und zwar fangen wir hier an mit der Bonus-EP. So, einmal, dann haben wir natürlich das Album an sich. Und dann haben wir noch ein Shirt. Dieses ebenfalls in Folie eingeschweißt. Sieht so aus. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also vom Boxcover kaum zu unterscheiden. Der einzige Unterschied ist, dass das Boxcover an den Seiten hier etwas so ausgegraut ist, so schwarz-grau. Und hier die Waffen hier wirklich bis zu den äußersten Rändern scharf und gut sichtbar. So sieht das aus. Zwei Discs lesen wir hier, also hier werden wir dann auch noch die Instrumentals vorfinden. Auf der Seite lesen wir ebenfalls LG DVC und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir 15 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Schwester Eva, K1, Akkurat, Farid Bang und Kollega, K1, Bas Sultan Hengst, Mosch 36 und Michelle Mendes. Also jede Menge Features, Credits und Barcode und hier sehen wir dann noch die Hände von LG mit einer Granate, also dürfte hier gerade den Stift der Granate abziehen und es dürfte passend zu diesem Bild sein, deswegen auch dieser vermeintliche, ja, etwas tückische Blick oder dieser leichte Grinser, weil eben hier im Hintergrund die Granate gezündet wird, bedeutet diejenigen, die hier auf die hier auf Abdel zielen, die werden dann wohl mit in den Tod gerissen. Gut, dann kommen wir mal zum Booklet.
So sieht das Ganze aus. Wir haben hier K, jetzt sage ich schon wieder K, Elch hier in zwei verschiedenen Posen. Einmal mit Shisha-Schlauch und einmal mit dicker Winterjacke. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks inklusive der Infos, wer das Ganze produziert hat, beziehungsweise wer gefeatured wurde. Schön gemacht. Also hier diverse Aufnahmen. Hier Elch in Attack Hoodie. Und hier zum Abschluss gibt es dann noch eine Cola, eine Schrotflinte und ein Haribo Goldbeeren-Säckchen. Danksagung. Ich müsste mehr Leute beleidigen, anstatt zu danken. Deswegen danke ich nur Gott, meiner Familie und meinen Fans. Gut, ja. Sehr spezielle Danksagung an dieser Stelle. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Elchir DVC in Schwarz und Silber gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann eben noch eine zweite CD. Und zwar haben wir hier die Instrumentals untergebracht. Finde ich sehr schön gemacht. Finde ich auf diese Weise sehr gut gelöst. So hat man das Ganze kompakt hier mit zwei CDs in diesem Standard Jewel Case mit dabei. Und nicht immer diese Digisleeves, diese Papphüllen herumfliegen. Da ist diese Lösung echt die beste, wenn man die Instrumentals hier mit reinpackt. Gut. Und nicht nur die Instrumentals, sondern auch die Bonus-EP kommt in einer hochwertigen Verpackung in einem Standard Jewel Case. Das ist auch sehr schön. Also hier oben lesen wir wieder, Milf Hunter Records präsentiert, Elchir Milf Hunter EP. Auf der Seite ebenfalls. Und auf der Rückseite haben wir dann vier Tracks an der Zahl. Wir haben hier Features von Bas Sultan Hengst und MC Boogie. Und die anderen Features, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Also Yay Riff oder J Riff, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gehört. Von diesem Track kenne ich natürlich Cupcakes, aber die anderen dürften wohl Schweizer sein, weil hier der Track Milf Hunter Schweiz heißt. Und diese Herren kenne ich ebenfalls nicht. Gut, werde ich auf jeden Fall mal reinhören, um diese Männer da kennenzulernen. Dann haben wir hier noch die Credits. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Ich schätze mal stark, ja, also Booklet haben wir keines. Das ist hier nur so ein Einleger, der hier eben beidseitig bedruckt ist. Lass ich in dem Fall drin. Und die CD sieht dann so aus. Dann haben wir mit dabei ein Schlüsselband in Schwarz-Weiß, also hier schwarz mit weißem Milf Hunter Aufdruck. Das Ganze hier mit einer Plastikschnalle vorne und hier mit einem Metallhaken. Und hier hinten natürlich auch nochmals zum Öffnen oder Zumachen. Schön gemacht. Schlüsselbänder, auch so ein typischer Boxenhalt, den es echt sehr oft gibt. Dann haben wir ein Säckchen Haribo. Sowas habe ich noch nie in einer Deutschrap-Box vorgefunden, aber ist natürlich so ein Insider, wenn man Elchir kennt, speziell wenn man diese Da Vinci Code von ihm kennt. Allen voran den gegen Virus, dann weiß man Bescheid. Ja, ist die Frage, was man damit macht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht präpariert wurden, aber nachdem es Elchir ist, bin ich da etwas vorsichtig. Vielleicht werde ich die verschenken an irgendjemanden, den ich nicht so leiden kann, oder sie einfach wegschmeißen. Oder einfach in der Box aufbewahren. Dann haben wir hier eine Member Card, und zwar eine Milf Hunter Platinum Card. So sieht die aus. Und auf der Rückseite haben wir dann einen Code. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese eine Funktion hat. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass es zu diesem Code irgendein Gewinnspiel gibt. Es gibt ja diese Platinum Tickets. Die waren meiner Meinung nach nur in zwei Boxen drinnen. Also es gab diese Platinum-Tickets, mit denen man eine Reise nach mit Elchir nach Las Vegas gewinnen konnte. Und dann diese Platinum-Card eben. Ich glaube, diese ist unabhängig von diesem Gewinnspiel. Sprich, dieser Code ist in meinen Augen ohne jetzt wirklich Gewinnspielrelevanz. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Hier Elchir mit weißem Stift unterschrieben und hier mit dicker Lederjacke am Start. Rückseite blank weiß, sehr schön. Das Ganze im Hochformat. Dann haben wir mit dabei ein Poster, und zwar sieht das so aus. Das Poster ist relativ klein, gefällt mir gut, und im Querformat. Hier haben wir Elchir mit Handy abgebildet, auch wieder mit Attack Hoodie, und hier lesen wir Elchir DVC. Rückseite blank weiß bedeutet, dieses Poster ist einseitig bedruckt. So, jetzt ist die Frage,
ob ich das Ganze wieder zusammengelegt bekomme. Ist gar nicht so einfach. So, jetzt habe ich es geschafft. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch mit dabei ein Shirt. So sieht das aus. Also wir haben hier, es ist nicht das Real Madrid Logo, aber es kommt eben von Real Madrid sehr, sehr nahe. Und zwar haben wir hier ein abgewandeltes Logo von Real Madrid. Und hier lesen wir dann entsprechend MILF Hunter. Das Ganze in Gold und Weiß gehalten. T-Shirt ansonsten in Schwarz. Und wir haben auch noch einen Neckprint. Und zwar lesen wir hier im Nackenbereich Elchir, ebenfalls in goldener Schrift. Das Shirt ist in Größe L. Und jetzt würde mich noch interessieren, nachdem hier oben scheinbar ein Zettel rausgetrennt wurde. Jawohl, hier unten haben wir noch was. Und zwar haben wir es zu tun mit einem Shirt von Build Your Brand Germany. Das Ganze ist 100% Baumwolle und in diesem Fall made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem abgewandelten Real Madrid Logo in Gold und Weiß. Gefällt mir rein vom Design her und rein von den Farben her echt, echt gut. Gold, Schwarz und Weiß, immer eine Top-Kombination und auch dieses Real Madrid Logo sieht echt mächtig aus. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Schriftzug hier, MILF Hunter, ist nicht ganz so mein Fall. Also ich würde jetzt eher nicht mit einem Shirt rumlaufen, wo ja mittig MILF Hunter draufsteht. Aber ansonsten das Shirt echt schön. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieses Poster einseitig bedruckt im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die MILF Hunter Platinum Card. Die Bonus-EP im Standard Jewel Case. Ein kleines Päckchen Haribo Goldbeeren. Ein Schlüsselband. Und natürlich das Album an sich inklusive Instrumentals. Macht insgesamt 14 Tracks auf dem Album und 15 Tracks auf dem Album und 4 Tracks auf der Bonus-EP, kommen wir auf insgesamt 19 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box DaVinci Code von Elchir. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Elchir unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.